Hallo, herzlich willkommen zum E-Auto-Vlog. Praxiswissen zur E-Mobilität für Elektroautofahrer und Interessierte. Heute bin ich der Frage nachgegangen, wie teuer Ultraschnellladen wirklich ist, denn ihr wisst, seit einiger Zeit sind die HPC, also die Ultraschnelllader, im Betrieb und jetzt gibt es erste Anzeichen, wie viel die Elektrizität dort kostet. Dann lehnen sich neun Staaten in Amerika gegen die Politik von Trump auf und sprechen sich für die E-Mobilität aus. Und wir werden uns noch ein interessantes Interview mit dem Biden-Chef anschauen, der ja ursprünglich von BMW gekommen ist und diese neue Firma gegründet hat. Jetzt geht's zu den E-Auto-News. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, Saab ist ja jetzt von NEVS gekauft worden und diese Firma hat im Dezember die Serienproduktion des rein elektrischen ENVS 93EV begonnen. Jetzt ist es so, dass ein Fahrzeugwerk in Shanghai eröffnet worden ist, was erstmal 50.000 Autos produzieren soll, dann aber später auch auf 200.000 hochgestockt werden kann. Das heißt also, auch hier wird es weitere Fahrzeuge, Elektrofahrzeuge geben, die dann vermutlich natürlich erstmal auf den chinesischen Markt, aber im nächsten Schritt auch nach Amerika oder Europa kommen können. Ich hatte es eben schon eingangs gesagt, es ist ja so, dass die Trump-Regierung weiter am Verbrennungsmotor festhält und das gefällt nicht allen US-Bundesstaaten. Insofern haben sich neun zusammengeschlossen und einen E-Mobility-Aktionsplan vorgelegt. Dazu gehört zum Beispiel Kalifornien, Oregon, Maryland, New York, New Jersey, Connecticut, Vermont, Massachusetts und Rhode Island, die immerhin ein Drittel des Automarkts in Amerika ausmachen. Und die haben 80 Empfehlungen, unter anderem für lokale Regierungen, aber auch für Händler, Autohersteller und Energieversorger zusammengepackt, um die E-Mobilität in ihren Staaten zu fördern. Das finde ich ist ein gutes Zeichen gegen die Verbrennerlobby, um hier für die neue Technologie zu werben, selbst wenn die, ich sag mal, zentrale Regierung hier andere Ziele verfolgt. Ab Anfang 2019 wird der Toyota Camry wieder zurückkommen, und zwar die achte Modellgeneration wird nach Europa geliefert. Und hier ist es so, ihr könnt das Bild sehen, bei dieser Limousine wird es auch Plug-in-Hybride geben und aus diesem Grund sprechen wir auch darüber. Also das heißt, hier wird es einen weiteren Plug-in-Hybrid von Toyota geben, der dann in Europa zur Verfügung steht. Also wenn in dein Fahrprofil ein Plug-in-Hybrid passt oder für dich sinnvoll ist, hast du hier ab nächstem Frühjahr eine weitere Option. Dann habe ich ein sehr interessantes Interview mit dem Biden-Chef bei electrif.net gelesen, und zwar im Vorfeld der CES Asia in Shanghai hat hier Peter Schwirz ein Interview geführt. Und hier erzählt Herr Breitfeld, der ja ursprünglich bei BMW war und für die E-Performance, also die Elektromodelle, zuständig war, was die Marke ausmacht und natürlich welche Pläne Biden hat. Und ich finde das Interview sehr interessant. Es ist relativ lang. Insofern würde ich dir empfehlen, lies es dir einfach in Ruhe durch. Ich habe dir natürlich wie immer unten in der Beschreibungsbox den Link reingepackt zu diesem Artikel. Denn es macht jetzt keinen Sinn, irgendwelche wenigen Punkte rauszunehmen. Denn Herr Breitfeld spricht hier wirklich über die unterschiedlichsten Themen, was die Marke ausmacht, was sie für Planungen haben und hat hier einen wirklich sehr pragmatischen, vernünftigen Ansatz, der lesenswert ist und sagt auch ein bisschen was über Tesla, spricht über seine Vergangenheit bei BMW, sodass du hier einen sehr guten Einblick darüber bekommst, wie die Macher einer neuen Automarke ticken, was sie antreibt und was sie natürlich auch für Herausforderungen zu bewältigen haben. Dann was für die Zahlenfreaks.
Wir haben es ja alle schon vermutet, aber jetzt ist es sozusagen offiziell: in der Zeit von Januar bis April ist in Europa der Nissan Leaf 2 das meistverkaufte Elektrofahrzeug, gefolgt von der Renault Zoe und dem BMW i3. Knapp hinter dem BMW ist dann noch der VW e-Golf. Und dann kommen aber schon auch die Tesla Model S und kurz danach der Smart ID. Das finde ich ganz interessant. Ich vermute mal, man sieht bei der Tabelle hier auch den Hyundai Ioniq, dass dieser einen deutlich größeren Anteil hätte, wenn die Liefersituation besser wäre. Und hier sieht man eben halt einfach, wer gut liefern kann. Und das ist Nissan, Renault, BMW. Beim e-Golf wird es dann schon etwas schwieriger. Da schwankt die Lieferzeit ja immer relativ lange. Und Tesla Model S und X ist natürlich nicht so weit verbreitet, weil es einfach eine ganz spezielle Käuferschicht betrifft. Denn die haben ja auch keine Lieferprobleme, aber würden auch jetzt nicht mehr Autos verkaufen können. Beim Smart ist es ja auch so, dass dort Lieferprobleme bestehen. Also teilweise sind die Lieferzeiten aktuell so um ein Jahr. Der würde wahrscheinlich auch deutlich in der Statistik zulegen. Allerdings ist diese natürlich auch sehr getrieben von den ganzen Carsharing-Diensten, die insbesondere den Smart für den City-Alltag einsetzen. Und da hatten wir gerade gestern drüber gesprochen, Car2Go zum Beispiel macht das ja ebenfalls. Wir hatten ja schon öfter über das Thema Akku, Recycling und so weiter gesprochen, wie umweltschädlich ein Akku wirklich ist. Was ich sehr spannend fand, wie Daimler hier die alten Smart-Akkus oder Smart-Akkus einsetzt. Nämlich ist es so, dass nicht aussortierte Akkus einfach als Pufferspeicher irgendwo eingesetzt werden, sondern das ist quasi ein lebendiges Ersatzteillager. Das heißt, Daimler hat hier in einem ehemaligen Kohlekraftwerk ein Ersatzteillager von Akkus angelegt, die, um sie eben halt auch gut zu pflegen, während sie dort auf ihren Einsatz warten, als Pufferspeicher arbeiten. Also sprich, die werden dann eben halt immer wieder in der für sie optimalen Form und Fülle, also sprich mit der optimalen Ladeleistung und State of Charge, also Akkufüllstand, gefüllt und dann dadurch als Pufferspeicher genutzt, dann wieder entladen, dann wieder gefüllt, so als ob sie sozusagen in einem Wellness-Lokal sind. Und dann, wenn man die Akkus eben halt als Ersatzteil braucht, werden einzelne Akkus wieder rausgenommen und die Lücke dann mit weiteren Ersatzteilen gefüllt. Finde ich ganz spannend, das ist eine Form der, ich sag mal, Akkuaufbewahrung, von der ich noch nichts gehört hatte. Deswegen habe ich euch den Artikel hier reingepackt. Fastnet ist, denke ich mal, wenn du ein Elektroauto fährst oder dich mit dem Thema intensiv beschäftigst, ein sehr prägnantes Thema, ein Begriff, der dir auf jeden Fall was sagt. Fastnet ist, wie der Name schon sagt, schnelles Netz, ein Anbieter von Ladeinfrastruktur aus Holland, der sich zur Aufgabe gemacht hat, auch in Deutschland Schnellladestationen aufzubauen. Und zwar insgesamt sind das 25, die hier auch vom Bundesförderprogramm Ladeinfrastruktur gefördert worden sind. 17 alleine sollen noch in diesem Jahr entstehen. Das heißt also auch neben Ionity, Charge-E, Mega-E und so weiter, wird hier Fastnet dazu beitragen, dass die Ultraschnellladestationen zur Verfügung stehen. Und sie machen etwas anders als die anderen, das finde ich sehr gut. Nämlich, sie haben jetzt an ihrem ersten deutschen Standort zwei HPC, also diese Ultraschnelllader, mit jeweils einem CHAdeMO und einem CCS-Anschluss gebaut. Denn die anderen Anbieter bauen ja nur CCS-Anschlüsse. Das heißt, wenn du ein Auto mit CHAdeMO-Anschluss hast, musst du auf die bisher eher langsamere Ladeinfrastruktur ausweichen. Das ist, soweit ich weiß, einer der ersten Schnelllader für CHAdeMO-ladende Fahrzeuge. Vor kurzem hatten wir auch die Info, dass dieses CHAdeMO 2.0 Protokoll bis zu 400 kW Ladeleistung verarbeiten kann. Sprich, hier bei dem ersten Schnellladepark sind die Leistungen auf 175 kW maximiert, minimiert, also limitiert.
Und es gibt natürlich auch die klassischen Multicharger noch dazu, also Typ 2 bis 43 kW, dass man die Zoe da laden kann und CHAdeMO und CCS mit 50 kW. Wie du auf dem Bild siehst, und das finde ich sehr gut, ist das Typische bei Fastnet, dass die Ladestationen überdacht sind, sodass man da eben halt dann auch bei schlechtem Wetter einigermaßen geschützt ist. Und Fastnet plant nicht nur diese 25 Ladestationen, die in dem Förderprogramm gefördert worden sind, sondern deutlich mehr. Und insofern sind hier hunderte von Stationen in Deutschland geplant. Ich finde das sehr interessant. Insgesamt sollen sogar 1000 Schnellladestationen in ganz Europa betrieben werden. Hier scheint sich also ein wirklich großer neuer Anbieter zu etablieren, der dann auch für die, ich sag mal, neue Generation der Elektrofahrzeuge wie e-tron, Jaguar I-Pace, dann den Porsche und wer da alles kommt, also sprich, ach ja, der Mercedes EQC, also alle, die sozusagen mehr als 100 kW laden können. Und zum Thema I-Pace habe ich auch noch eine interessante Neuigkeit für dich, aber dazu im nächsten Video mehr. Ja, das zum Thema Schnellladestation. Jetzt ist natürlich immer die Frage, was kostet das? Im Moment ist es so, das ist alles noch kostenlos, insofern ist es schwierig zu sagen. Deswegen habe ich mir nochmal den IONITY HPC-Standort in Brohltal Ost bzw. West angeschaut. Die sind ja schon einige Zeit am Markt. Dafür bin ich hier in das Going Electric Stromtankstellenverzeichnis gegangen. Also da kannst du zum Beispiel auch nach Stromtankstellen suchen, wenn du es nicht auf deinem Smartphone über entsprechende Apps machen möchtest. Und habe hier mir die Autobahnraststätte Brohltal West bzw. Ost, das kannst du hier, das sind so die orangefarbenen, das heißt 43 kW und mehr. Ich bin hier auch dran, dass Gunge Electric das nochmal aufbohrt, ne, und dass es dann 100 kW und mehr gibt, denn dieses 43 kW und mehr, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß, aber müssen wir mal gucken, wie schnell das geändert wird. Also habe ich mir hier die Details angeschaut. Bei den Details zu Ladestationen findest du zum einen die Bilder. Die helfen dir natürlich, die Ladestationen zu finden. Ich meine, das ist hier jetzt nicht das Problem. Wenn da sechs Lader stehen, dann sieht man die schon relativ schnell. Aber hier sind immer halt auch die Ladekarten, mit denen du dort laden kannst, zu sehen. Also habe ich mir die Ladekarten angeguckt, erstmal die New Motion Ladekarte, denn abhängig von der Ladekarte sind die Preise bei der Ladestation. Jetzt steht hier, dass das ist ja ein nutzerbasiertes Verzeichnis, die Ladung noch kostenlos ist. Stand ist hier 1.6.18. Müssen wir mal schauen, ob das in Zukunft auch so bleibt. Aber ich habe jedenfalls bei New Motion Ladekarte reingeschaut und dort steht, wie du hier auf dem Bild siehst, was ich einblende, dass die Ladung 10 Cent pro Minute kostet. Und das ist natürlich sehr interessant, wenn du dir überlegst, du stehst da zum Beispiel dann deine 30 Minuten, das heißt, du zahlst 3 Euro für diese 30 Minuten und in diesen 30 Minuten kannst du dann maximal zum Beispiel bei den typischen 150 kW Ladeleistung, die der e-tron hat, 75 Kilowattstunden laden und für diese 75 Kilowattstunden zahlst du dann entsprechend die 3 Euro. Ich teile das mal ganz kurz hier, denn das ist mir fürs Kopfrechnen zu schwierig. Das heißt, du hast einen Kilowattstundenpreis von 4 Cent. Also das ist ein interessanter Preis. Ich habe jetzt noch mal bei Plug Surfing geguckt, da ist es noch kostenlos. Wir werden sehen, in welche Richtung sich das wirklich entwickelt. Hundertprozentig wissen wir nicht, ob diese 10%, diese 10 Cent pro Minute bleiben. Aber wenn es bei 4 Cent pro Kilowattstunde bleibt, ist es natürlich sehr interessant. Die Stadtwerke Düsseldorf gehen da in eine andere Richtung. Und zwar ist es so, dass sie, das ist die positive Nachricht, sich jetzt für das Ladenetz geöffnet haben. Sprich, man kann mit einem zum Ladenetz gehörenden Ladekartenverbund dort auch laden, beziehungsweise die Kunden der Stadtwerke Düsseldorf umgekehrt natürlich auch. Das Preismodell an sich finde ich wieder ein bisschen ja, an der Realität vorbei. Wenn man natürlich in Düsseldorf wohnt, an der öffentlichen Ladeinfrastruktur laden muss, kann sich das lohnen. Aber wenn ich schon 35 Euro für alle AC-Ladevorgänge als Flatrate zahle,
dann finde ich das nicht in Ordnung, dass ich dann da auch noch bei einer Schnellladung über Gleichstrom 8,50 € pro Ladevorgang zahlen muss. Also da muss man ganz spitz rechnen, ob dieser Tarif sich für einen selber lohnt. Im Zweifel würde ich einfach gucken, zum Beispiel, ob Maingau Energie auch den Zugang zu den Ladestationen bietet, die du in Düsseldorf nutzen möchtest. Ich war ja gerade in Düsseldorf und da gibt es einige Ladestationen, die Maingau Energie zur Verfügung stellt. Und du, vielleicht weißt du es nicht, aber ich habe dazu schon einige Videos gemacht. Maingau Energie ist im Prinzip im Moment der günstigste Anbieter, den es auf dem Markt gibt. Dort zahlst du eben nur 2 Cent die Minute bzw. 5 Cent, wenn du nicht deren Kunde bist. Und das bedeutet natürlich, dass du relativ günstig den Strom bekommst, so günstig wie bei keinem anderen Anbieter. Ja, soweit zu den heutigen E-Auto-News. Ich hoffe, der Überblick hat dir gefallen. Es war wieder eine schöne Woche mit dir. Falls du noch nicht mein Abonnent bist, freue ich mich natürlich, wenn du ein Abo hinterlässt. Das kannst du über das Auto hier oben im Point of Interest machen. Ganz wichtig, stelle auch die Benachrichtigung ein, denn nur so bekommst du die Informationen über neue Videos von mir. Und morgen gibt es wieder ein spannendes Video, aber worum es darum geht, erfährst du morgen. Ich freue mich auf deine Kommentare. Wir sehen uns morgen. Bis dann, dein Dirk Henningsen.